Herr Zick, Herr Strohschneider, meine sehr verehrten Damen und Herren, da der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft nicht in die Auswahl der Preisträgerin, des Preisträgers, des Kommunikatorpreises, der DFG und des Stifterverbandes involviert ist, diese Unabhängigkeit ist eine absolute Notwendigkeit für die Qualität des Preises, warte ich jedes Jahr mit Spannung darauf, wen die Jury im jeweiligen Jahr auswählt. Dass die Jury der DFG dieses Jahr Andreas Zick wählte, erscheint fast naheliegend leider. Bedenkt man, wie wichtig die Forschung von Professor Zick zu Fragen von Konflikten, Gewalt und Diskriminierung ist und wie präsent Herr Zick in der Kommunikation der wissenschaftlichen Hintergründe dazu ist. Aber wenn man sich mit seinen Arbeiten beschäftigt, bleibt es nicht, kann es nicht dabei bleiben, sich wohlig im wissenschaftlichen Themenbereich zurückzulehnen wie in einem angenehmen Sessel. Nein, man kann sich nicht nur über gute Kommunikation dieser Wissenschaft erfreuen. Herr Zick ist anstrengend. Bei einem Vortrag in Nürnberg im Jahr 2014, den man bei YouTube findet und der durch so viel Vorwegnahme unserer Gegenwart beeindruckt, bezeichnete er sich selbst als Spaßbremse. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist für Sie. Tatsache ist aber, dass Ihre Forschung betroffen macht, dass Ihre Forschung jeden Einzelnen von uns betrifft, unterscheidet Ihre Forschung von anderen Forschungsarbeiten. Es ist eben viel leichter, sich neutral, unberührt mit zum Beispiel der Frage eines Signalweges bei der Pflanze oder bei der Krebsentstehung auseinanderzusetzen, als mit dem eigenen Vorurteil. Und, so verstehe ich, Zick, Bildung ist ein Schutz, aber kein absoluter. Auch die soziale Stellung sagt vielleicht mehr über die Art der Vorurteile als über die Frage, ob es Vorurteile gibt oder nicht, aus. Vorurteile zwischen Gruppen sind die Basis für Konflikte. Albert Einstein soll einmal gesagt haben, dass es schwieriger sei, ein Vorurteil zu zertrümmern als ein Atom. Vermutlich hatte er recht. Glücklicherweise gibt es YouTube und das Internet. So konnte ich Herrn Zick schon elektronisch erleben. Eindrücklich und überzeugend, aber eben auch sehr betreffend. Ich denke, dass die Auswahl von Herrn Zick als Preisträger des Kommunikatorpreises, der DFG und des Stifterverbandes eine gute ist. Und ich freue mich ebenso auf die Laudatio durch den Vizepräsidenten der DFG, Herrn Professor Allgöber, wie auf den Vortrag des Preisträgers. Nun lassen Sie mich Sie endlich ganz herzlich zur Preisverleihung begrüßen. Kaum ein Forschungsthema könnte derzeit aktueller sein als das unseres Preisträgers. In den letzten Monaten stand die Diskussion um die Aufnahme von Flüchtlingen, Pegida-Demonstration oder auch die AfD stets im Zentrum der gesellschaftlichen und politischen Debatte. Eine Debatte, die oftmals geprägt war von Vorurteilen, Rassismus und phasenweise auch Gewalt gegen bestimmte ethnische und religiöse Gruppen. Um diesen Entwicklungen als Gesellschaft entschieden entgegenzuwirken, ist es zentral, zunächst ihre Entstehung und ihren Verlauf zu verstehen. Ich freue mich außerordentlich, dass Ihnen, Herr Professor Zick, der 17. Kommunikatorpreis der DFG und des Stifterverbandes zuerkannt wurde und dass Herr Strohschneider und ich diesen nun gleich übergeben dürfen. Ich glaube, dass Sie dem Anspruch des Kommunikatorpreises in höchstem Maße gerecht werden. Mit diesem Preis zeichnen die Deutsche Forschungsgemeinschaft und der Stifterverband herausragende Forscherpersönlichkeiten aus, die ihre Arbeit besonders vielfältig, originell und nachhaltig in einer großen Öffentlichkeit kommunizieren und so den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft stärken. Das tun Sie, Herr Professor Zick, auf einzigartige Weise, indem Sie seit gut 20 Jahren über verschiedenste Kanäle, angefangen von der wissenschaftlichen Publikation bis hin zu den sozialen Medien, Fragen zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aufwerfen, Vorurteilen widersprechen und Lösungsansätze diskutieren. Ich bin überzeugt, dass es Kommunikatoren wie Sie braucht, um eine ausgeglichene Meinungsbildung in der Gesellschaft zu kontroversen Fragen zu erreichen. Kommunikatoren, die den Dialog nicht scheuen, sondern bewusst auch das Gespräch mit andersdenkenden Gruppen suchen. Der Kommunikatorpreis gilt als wichtigste Auszeichnung seiner Art in Deutschland. Er ist mit 50.000 Euro dotiert und wird auf Vorschlag der Deutschen Forschungsgemeinschaft vergeben. 36 Forscherinnen und Forscher wurden der Jury in diesem Jahr vorgeschlagen. Den Mitgliedern der Jury möchte ich ganz herzlich danken. Ohne ihr Engagement, ohne ihre Zeit und ohne ihre Klugheit
wäre aus den Ansprüchen und Zielen des Stifters gar kein solcher Preis denkbar. Und dass eine gute Wahl getroffen wurde, hatte ich eingangs bereits festgehalten und wiederhole es aber gerne. Für Ihre äußerst wichtige und nachhaltige Arbeit zu den Ursachen, Formen und Folgen innergesellschaftlicher Konflikte, Vorurteile, Diskriminierung und Gewalt wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Erfolg und natürlich alles erdenklich Gute und uns, dass Ihre Arbeit uns als Gesellschaft vielleicht dann doch wieder einmal ein Stückchen voranbringt. Uns allen wünsche ich einen interessanten Abend. Ich bin sicher, dass viele von uns klüger nach Hause gehen werden, als wir gekommen sind. Dankeschön.